Guten Tag, ich bin Sandja wieder. Willkommen zu meinem Kanal Learn It, Do It. Heute möchte ich euch zeigen, schnell und einfach, wie das näht. Kissenhülle. Dafür benötigen wir die Maßen. 40 mal 40. Oh, können wir besser sehen? Ja. 40 mal 40. Und dann brauchen wir noch Rückenteil. Das machen wir einfach, falten wir zusammen. Wenn wir hier Reißverschluss näht hinten, so wie hier, dann brauchen wir 2 cm extra Platz. Das ist für Reißverschluss. Und davon brauchen wir 2 Stück. Wenn das überlappen, so wie hier, dann brauchen wir diese Hälfte und noch 10 bis 15 cm, so wie hier. Okay? Und dann noch brauchen wir für diese Teile, 4 Teile haben wir. Und dann hier haben wir auch 4 Teile. Diese 4 Teile haben wir geschnitten, diese 40 mal 40 mal, so gefaltet. Ein Viertel von davon haben wir 4 Teile geschnitten. 1, 2, 3, 4. Und dieses Teil müssen wir mit Nahtzugabe schneiden. Und dann das Teil auch genau diese quadratisch geschnitten, aber ohne Nahtzugabe. Das mit Nahtzugabe, das ohne Nahtzugabe. Okay. Dann zeige ich euch, wie das macht. Das Teil falten wir zusammen. Die gefaltete Seite muss hier, nicht diese Seite. Und dann faltet wieder. Und dann das Teil auch. Guck, faltet wir hier. Aber die immer gefaltete Seite muss hier kommen. Und dann das bringt bis zum Mitte. Dann befestigen. Das auch. Und diese Seite auch. Einmal hier. Das haben wir auch gefaltet. Schau. Dann bis zur Mitte. Und dann auch befestigen. Und das Seil auch. Guck, das ist wie Windmühle. Wenn das gemacht hat, nimm die beiden und nähen wir zusammen. So. Und die beide zusammen. Andere Seite legen, das habe ich schon gemacht. Guck. Die beide Seite erst nähen und dann habe ich Overlock gemacht und hier auch Overlock gemacht und jetzt die beide zusammen nähen. Genau wo die Mitte ist. Dann später hier auch Overlock machen, ja? Und dann nimm die hintere Teil entweder
mit Reißverschluss. Guck. Entweder mit Reißverschluss oder mit Überlappen. Und dann gute Seite und gute Seite zusammen. Zusammenlegen. Und nehmt euer Musterteil, legt einfach und schauen, ob das richtige Maß da ist. Wir müssen Nahtzugabe hier haben. Da habe ich. Und dann mit befestigen. Und dann nähen hier, hier und hier, hier. Und danach umdrehen. Dann kommt das. Klein und einfach, schnell genäht. Und das war's heute. Ich hoffe, das habt ihr Spaß gemacht. Und probier es mal. Bis nächstes Mal. Bis dahin, bleibt gesund. Dankeschön.